So, wir sind gerade auf dem Weg nach Heidelberg, denn wir haben die liebe Elvira dabei, die wir damals schon in Japan getroffen haben. Übrigens könnt ihr euch das Video hier angucken. Und wir verbringen heute den Tag in Heidelberg, entdecken die Stadt und machen Fotos zusammen. Und Gina ist auch mit dabei. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Jetzt sind wir gerade im Zug. Wir haben jetzt Mittag und gehen dann wahrscheinlich erstmal essen. Und dann ziehen wir los und machen Fotos. Und wir nehmen euch heute mit, diesmal übrigens mit dem iPhone. Und checken mal aus, wie gut wir die Behind-the-Scenes-Aufnahmen auch mit dem iPhone hinbekommen. Okay, let's go. Ich hoffe, wir sind im richtigen Zug. Ja, hier sind wir auf dem Weg nach Heidelberg und es ist natürlich wunderschön und wir hatten auch am Anfang zumindest ziemlich Glück mit dem Wetter und sind dann in Heidelberg angekommen und sind direkt zur alten Brücke gefahren. Wir haben uns vorgenommen, auch für Elvira, die natürlich Heidelberg noch nie gesehen hatte, möglichst viele von diesen ganz bekannten Aussichtspunkten mitzunehmen und abzufotografieren, und hier seht ihr schon die Fotos von der alten Brücke. Dann ging es weiter in die Altstadt in Heidelberg. Das Ding in Heidelberg ist, man kann echt an jeder Ecke schöne Fotos machen, weil es gibt überall einen schönen Laden, ein schönes Fenster. Hier haben wir zum Beispiel den Blumenladen. Und das war eigentlich ganz nett, die Frau da, die dort war, die haben wir gefragt, ob wir Fotos machen dürfen. Dann meinte sie, ja, ihr dürft Fotos machen, allein schon, weil ihr gefragt habt. Also offensichtlich ist es manchmal ganz gut, wenn man Leute fragt, ob man da fotografieren darf. Das kann ich an der Stelle empfehlen. Und wir sind dann weitergezogen und ihr seht es ja hier. Also man könnte ehrlich gesagt an jeder Ecke stehen bleiben und was Cooles machen. Ja, das haben wir auch gemacht und haben uns so nebenbei die Stadt angeguckt, haben noch ein bisschen gebummelt. Perfekt. Perfekt. Ja, wir haben dann verschiedene Locations mitgenommen, immer mal wieder in der Stadt, und dann sind wir auch in den abgefahrenen Käthe-Wohlfahrt-Laden gegangen, der für mich irgendwie so ein Gefühl der Albtraum ist, aber auf jeden Fall sehr weihnachtlich, und es war so, als wäre man so in Narnia durch den Schrank gestiegen, weil es komplett eine andere Welt war, und es hat ihr aber gut gefallen, und wir haben dann halt noch irgendwie mitten im Sommer Weihnachtsbilder gemacht, einfach so. Und dann waren wir noch im Bücherladen, und den Bücherladen haben wir übrigens auch schon mal fotografiert. Das heißt, wir waren da schon mal und wussten, okay, das ist eine coole Location, da kann man schöne Fotos machen, und sind dann wieder dorthin gegangen, und das war natürlich auch super schön. Heidelberg ist auch schön, aber Elvira ist noch viel schöner. Und machen jetzt ein paar Schattenbilder, während wir nämlich mitten in der Mittagssonne sind. Und das ist natürlich ein bisschen fies. Aber wir machen das Beste draus. Und das sieht so schön aus. Beautiful! Ja, vom Posing hier kann ich sagen, ist mir immer mal wieder aufgefallen, wie wichtig das ist, wenn die Person auf den Zehenspitzen steht und was das für einen riesen Unterschied macht. Ihr könnt ja bei den Fotos mal drauf achten. Bei manchen ist es auf den Zehenspitzen und bei manchen weniger. Und die Haltung finde ich sehr, sehr viel schöner und viel gerader und nach oben gerichtet, wenn wir Fotos auf den Zehenspitzen machen. Deshalb würde ich das empfehlen. Und dann war es natürlich auch so um die Mittagszeit manchmal ein bisschen schwierig mit dem Licht von oben. Und das haben wir eben dann versucht, durch halt ein nach oben gerichtetes Gesicht auszugleichen. Ging aber teilweise ganz gut, weil der Himmel ehrlich gesagt immer bewölkter geworden ist und es dann natürlich wesentlich einfacher geworden ist, das flache Licht einzufangen. Wie ihr seht, sind wir an jeder Ecke hängen geblieben und haben schöne Fotos gemacht. Hier zum Beispiel. Ja, cute. Love it. Hier hat Elvira gesagt, ja, lass mal noch ein Foto bei den Fahrrädern machen, und dann haben wir das auch gleich noch mitgenommen, und ich muss sagen, das ist eins von meinen Lieblingsmotiven geworden, weil es echt so richtig goldig geworden ist. Guck mal, wie schön die sind. Tada! Ja, dann sind wir weitergegangen und haben ein schönes Tor entdeckt, auch gleich mitgenommen. Wir waren dann nämlich auf dem Weg zu der Uni-Bibliothek, glaube ich. Die war in Renovierung und da konnten wir nämlich keine Fotos machen, aber sind wir in der Nähe geblieben und haben trotzdem noch versucht, so viele wie möglich Inhalte zu sammeln. Und weil sie so ein schönes Kleid hat, haben wir ebenfalls noch so ein paar gemacht, wo wir die Bewegung ein bisschen einfrieren. Ja, um die Größe der Gebäude zu zeigen, haben wir sie dann auch ab und zu mal vor so eine riesen Tür gestellt. Und das sieht natürlich auch echt impressive aus. Natürlich ist sie da auf dem Bild nicht besonders groß zu sehen, aber die Umgebung macht da einfach viel her.
So, wir sind jetzt gerade in einem Café und Elvira gönnt sich gleich eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und danach geht es weiter zum Schloss und ich freue mich schon voll auf die Bahn, mit der man da hochfahren kann. Richtig geil. Und das Wetter ist gerade wieder richtig schön. Also wir dachten eigentlich, es wird kalt, aber es wird doch warm und wir ziehen weiter. Yay! Und dann sind wir weitergezogen zum Schloss in Heidelberg, was natürlich super bekannt ist, weil man nicht nur eine wunderschöne Aussicht von oben hat, sondern auch die Location selber echt beeindruckend ist. Auch da waren wir schon mal zum Fotografieren und wussten natürlich dann, wo die guten Spots sind und haben auch hier eins nach dem anderen mitgenommen. Angefangen haben wir auf der Brücke. That's awesome. Could you turn around again, like making your dress flow? Perfect. Und auch hier noch mal ein paar Bilder mit Bewegung. Ich fotografiere gerade mit einer 1000stel Sekunde, damit wir so die Bewegung einfangen können. Und das Wetter wird immer schlechter, deshalb rasen wir mal kurz rein. Uhu. Ja, dann ging es rein und wir waren auf dem Weg zur Aussichtsplattform vom Heidelberger Schloss und kam natürlich unterwegs noch ein paar Mal gestoppt, weil aus Versehen wieder coole Locations aufgetaucht sind. So ist es, wenn man unterwegs ist und irgendwie jedes. Man hat dann immer so Foto-FOMO, wenn man alles mitnehmen will. Und hier haben wir noch einen schönen Busch entdeckt. Keine Ahnung, was das für eine Blume ist. Sieht aber gut aus. Schaut euch die Bilder an. Und dann sind wir endlich angekommen bei der Aussicht und der Aussichtsplattform vom Heidelberger Schloss und mega schön. Also ich meine, es wäre natürlich noch ein bisschen cooler gewesen, wenn das Wetter noch ein bisschen besser gewesen wäre. Dafür hatten wir aber weicheres Licht auf der Haut. Deshalb denke ich mal, das passt schon. Die Bilder sind super cool geworden. Wir haben natürlich versucht, auch welche zu machen, wo man dann wirklich auch was sieht vom Hintergrund. Und Elvira hat übrigens ihre Schuhe nochmal gewechselt und war sehr happy mit den Ergebnissen, wie wir hier gerade gesehen haben. Übrigens haben wir alles fotografiert mit dem Canon 28-70-20, um einfach da relativ flexibel zu sein, weil wenn man unterwegs ist und verschiedene Orte abfotografieren will, ist es natürlich schwierig, wenn man da die ganze Zeit die Objektive wechseln muss. Deshalb habe ich in dem Fall auf das 28-70 zugegriffen und es hat den ganzen Tag zu allen Situationen gut gepasst. Und hier zum Beispiel haben wir eine wunderschöne Situation mit so einem Licht von der Seite. Dann sind wir nochmal in den Innenhof gegangen. Und haben das auch nochmal mitgenommen. Ich denke mal, sie hat jetzt eine gute Auswahl an Bildern aus Heidelberg und ich hoffe, sie ist happy damit. Ja, und zu guter Letzt waren wir noch im Schlossgarten. Da haben wir schon gemerkt, oh, es fängt demnächst an zu regnen und sind dann schnell nochmal rausgerannt, um noch ein paar schöne Fotos zu machen. Aber ihr seht hier, wie mega weich das Licht auf der Haut ist, weil eben der Himmel immer mehr zugegangen ist. Das hat natürlich auch einen guten Look. Und ja, hier haben wir einfach versucht, die Szenerie außen in verschiedenen Arten zu zeigen. Einmal auch in Bewegung, wo sie so durch den Schlossgarten rennt, wie so eine Prinzessin, voll süß. Und hier sieht man auch mal das Schloss von der Seite mit dem Ausblick. Natürlich haben wir das auch mit eingefangen. Das sieht voll fake aus, aber es ist echt. Und hier sieht man wieder das Licht von oben, Kopf nach oben und dann sieht es richtig gut aus. Wir sehen uns im nächsten Video und danke, dass ihr zugeschaut habt und viele Grüße aus Heidelberg.